Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Lotus. Ja, anlässlich der blauen Wochen oder blauen Woche, die wir haben, denn ja, gestern München Omsi, morgen München Omsi, dachte ich mir so, komm, dann machen wir den Witz hier und machen hier heute am Dienstag München Straßenbahn. Denn am 13. erscheint eventuell das neue Update, das Major-Update hier für Tram München. Und bevor wir das Ganze denn uns das neue Update anschauen, dachte ich mir so, dann nehmen wir uns nochmal die alte Version hier zur Brust, die bereits ja auch schon ein kleines Update bekommen hat. Und wollen wir nochmal gucken, wie denn so der Vergleich ist zwischen der heutigen Version und der Version, die jetzt in dem neuen Major-Update mit enthalten sein wird. Ihr seht noch fehlt der Passagier oder der Fahrer, der jetzt in der neuen Major-Update, der man reinkommt, da sitzt dann zukünftig jemand drin und guckt uns dementsprechend immer an, freundlich, selbstverständlich, so wie sie es gehört, für einen Verkehrsbetrieb. Und von daher dachte ich mir so, oh, schauen wir uns das, wie gesagt, heute nochmal an und fahren hier vom Sedlinger Tor bis, so Scheidplatz war das Ganze, ne? Achso, ja, ich habe wieder so Omsi drin, ne? Das ist wieder ganz furchtbar. Ja, das ist das Fahrzeug. Wie gesagt, Performance ist natürlich immer noch ein bisschen kritisch hier. Also Lotus arbeitet da ganz schön. Vielleicht ist es auch ein bisschen am System jetzt mittlerweile geschuldet. Aber eigentlich dachte ich, dass Lotus eher so auf die Grafikkarte geht. Und Grafikkarte eigentlich mit einer 1080 sollte eigentlich hier alles gut aussehen normalerweise. Aber wie gesagt, wir sehen hier, so ein paar Frame-Drops sind immer noch drin. Kann natürlich sein, dass jetzt in dem neuen Major-Update da vielleicht was ein bisschen an der Performance da gemacht wird oder so. Aber da müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen gedulden und erstmal schauen, was das neue Major-Update sowieso mit sich bringt. Und ja, von daher sind wir, glaube ich, startbereit. Wir werden jetzt die Straßenbahn aufrüsten, den R2.2b und lassen uns mal überraschen, wie die Fahrt heute hier wird. Ich weiß, der ein oder andere freut sich immer, wenn wir hier ein bisschen Straßenbahn München fahren. Denn, ja, ich muss ja sagen, dass ja Tram München eigentlich, ja, schon relativ weit voraus war, als es Lotus damals ja noch war, mit den integrierten Fahrplänen, das alles, was hier so ein bisschen per Script halt so umgesetzt wurde, Ansagen und cool, ne, das waren halt alles so Sachen gewesen, die das Tram München schon sehr, sehr hervorgehoben hat. Und ich bin gespannt halt, was mit diesem Major-Update da mit dazukommt. Sitzen wir jetzt hier an unserem Fahrerplatz und wir sehen, also das ist schon, ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also ich finde Lotus großartig. Da kann mir wer sagen, was will, aber ich finde, ich persönlich habe echt nichts gegen Lotus. Ich liebe Lotus sogar. So, wollen wir mal. Stromabnehmer hoch und dann. Sehr schön, da haben wir den oben. So, dann haben wir das hier alles. Jetzt habe ich hier den Code wieder rausgesucht. 5180. 180. Und das Passwort ist 1234. Das hat auch funktioniert. Wunderschön. Ja, ihr seht natürlich die Mauszeiger wieder mal nicht. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. So, können wir jetzt erstmal die Haltestellenbremse hier anmachen und die Türen öffnen. So. Verriegelt. Ist immer noch verriegelt. Und jetzt Dauer öffnen. Hahaha. Sehr schön. Das läuft, das läuft. So, dann Menü. Anmeldunglinie. Ich glaube, es war 028. Das ist die 27. Keine Fahrt. Abbruch. Dann war es die 27. 27.01. Keine Fahrt. Jetzt wird es aber kritisch langsam. was war denn das jetzt? Das war doch mal. Ah, und da habe ich die falsche PIS-Datei ausgewählt. Hätte ich hier sowieso eine auswählen müssen? Ich weiß es gar nicht. Das kann jetzt natürlich wieder. Diese Linie sind keine Routen vorhanden. Abbruch, Menü.
Ah, so war das. Okay. So, haben wir hier Sedlinger Tor, Scheidplatz, 1559. So, damit haben wir es. Ja, das ist immer so ein bisschen tricky. Man muss sich immer erstmal damit ein bisschen auseinandersetzen, wie der Karlsplatz. Das passt hier. So, das schaut doch ganz gut aus. Stehen hier bloß an der falschen Haltestelle, ne? Die gibt es nämlich gar nicht. Aber eine andere gibt es ja hier allgemein. Achso, doch, hier gibt es noch eine. Aber schauen wir mal. Hier fährt auch bloß die Linie 17. Ja, okay. Dann würde ich sagen, können wir soweit hier alles schließen. So, drin. So, gucken und los geht's. Ich versuche gerade. Haben die das verändert? Türen sind immer noch offen. So, jetzt schließen sie. Gut, na denn. So. Ja, irgendwie. Achso, müssen wir doch so machen. Alles klar. So, und dann können wir jetzt. Ja, das ist immer so ein bisschen. Erstmal sich wieder reinfuchsen in das Ganze. Aber ich muss mal sagen, ich bin ja jetzt gerade, bevor ich jetzt das hier aufnehme, habe ich Omsi aufgenommen, ja, mit München. Das ist ein Grafikvergleich, holy shit. Wir reden hier von echt verschiedenen Welten und bin ich voll dafür. So, dann Dauer öffnen. Und Richtung Scheidplatz. Also das sind verschiedene Welten, das kann ich hier auf jeden Fall sagen. In meiner Omsi München sieht er wirklich nicht schlecht aus. Ja, das ist schon ein schönes Add-on geworden. Auch die Fahrzeuge sehen wirklich großartig aus. Aber wenn ich mir das Ganze jetzt hier so in Lotus anschaue, weiß ich ganz genau, wir reden hier von einer absolut anderen Simulation. Ja, ich meine, ihr werdet das Video wahrscheinlich gestern eventuell selbst euch angeschaut haben in Omsi. Und wenn ihr jetzt das hier Ganze jetzt euch anschaut, dann sieht das schon wirklich, wirklich komplett anders aus. Das macht so, so mega Spaß, das Ganze. Also das kann ich wirklich nur einfach mal betonen. Also hier macht TeamView wirklich großartige Arbeit. Also das ist schon, ja, und da kann ich dann persönlich nicht verstehen, warum denn so der ein oder andere dann so sagt, so, nee, also das geht gar nicht. Also wie kann man denn für ein Add-on oder Geld, also so für Early Access Spiel Geld verlangen denn, ja? Naja. Das sieht doch großartig aus.
So, also ich weiß nicht, was ich dazu anders sonst sagen soll. Könnt ihr gerne mal so eure Meinung in die Kommentare posten. Klar haben wir jetzt hier noch keine Fahrzeuge, klar haben wir jetzt hier noch keinen originalen Fahrplan. Und auch, dass wir jetzt hier zum Beispiel, ich sag mal jetzt, keine Passanten oder sowas haben. Also all sowas halt, das was heute in OMSI natürlich vorhanden ist. Das weiß ich nicht. Das ist jetzt für mich nicht so ausschlaggebend wie jetzt für manch andere wahrscheinlich. Otto-Straße. Die nehmen wir mit natürlich. So. Linie 28, Richtung Schaltplatz. Verlieren wir wieder. So, jetzt ist natürlich spektakulär rot geworden. Stehen auch nicht so ganz ideal hier. Ja, also, das ist schon für mich. War es damals, wo das rauskam, schon ein absolutes Highlight gewesen und es ist heute immer noch. Fenster auf hier. Versuchen wir den Fahrplan hier einzuhalten, mal, dass wir hier mal nicht 8 Minuten Verspätung haben oder sowas. Linie 28, Richtung Schaltplatz. Man muss dazu sagen, ich öffne jetzt hier auch nicht die Türen, ne? Also das ist natürlich schon was anderes. Pinakothek hin, ja, sind wir ja auch durchgefahren. Pinakothek. Ja, in dem neuen Update auf jeden Fall ist die komplette Strecke mittlerweile komplett ausmodelliert. Also das steht schon fest, das haben sie schon bekannt gegeben in dem neuen Update, denn dass wirklich keine leeren Flächen mehr da sein sollen. Bin ich mal gespannt.
So. Linie 28, Richtung Scheidplatz. Haben wir natürlich auch mal schön rote Ampeln hier vor uns, direkt vor der Nase. Das ist natürlich dann auch himmlisch. Aber naja, es ist schon auch cool, dass der Monitor hier einfach alles anzeigt. So. Muss langsam mal wieder mein Gerät rausholen hier, mein Schubregler, damit ich das Ganze dann wieder nicht mehr groß mit Maus steuern kann, sondern wieder gewohnt. Schellingstraße. Linie 28. Wundervoll. Wundervoll. So, können wir schon wieder uns fertig machen hier. Schon echt knapp aus, war also hier, wenn hier die Spiegel nicht am Mars kaputt gehen. Oh. Das ist aber gut gegangen. So. Hier sowas hier. Sowas sollte denn nicht mehr vorhanden sein in dem Major Update. Ja, da bin ich echt gespannt. Also, ich muss halt schon sagen, ich finde das schon ziemlich cool hier alles. Man merkt halt wirklich einen Unterschied zwischen Payware und Freeware. Aber so soll es ja eigentlich auch sein, so in der Regel. So. Linie 28, Richtung Scheidplatz. Scheidplatz. Oh, wir können schon wieder fertig machen. Der Kurfürstenplatz. So. Man sieht sogar hier, dass das Fenster offen ist. Das ist ja cool, Alter. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Siehst du, ich entdecke auch heute immer noch neue Sachen hier in Lotus. Ja, das ist mir vorher nie aufgefallen, dass das hier auch offen ist. Aber muss ich auch sagen, habe ich nie drauf geachtet, ne? Ob das bei OMSI auch so ist? Ja, muss ich jetzt echt mal überlegen.
So, da stand eine 1. Linie 28, Richtung Scheidplatz. Darf ich jetzt hier noch mit 10 km/h weiterfahren oder wie? Standen hier hinten? Ach nee, hier. Das sieht schon cool aus. Also, da muss man wirklich mal lassen. Bin ich total überzeugt von dem Addon. Freue mich natürlich tierisch auf das neue Update. Also, das kann ja nur besser werden. Also, das, was die jetzt hier schon auf jeden Fall gezaubert haben, ist meiner Meinung nach jetzt schon alles Geld wert. Wie gesagt, ab dem 15., nee, ab dem 13., glaube ich, war das jetzt, kostet das Ganze dann 35 Euro. Also, wenn ihr jetzt vorher nicht schon zugeschlagen habt, dann bezahlt ihr jetzt 5 Euro mehr. Und ich glaube, ihr bekommt den Vorbestellerbonus halt nicht mehr. Da gab es noch so ein kleines Zusatzgeschenk, irgendwie sowas, was man noch dazu bekommt. Ich glaube, das müsste ja dementsprechend ja auch wegfallen. Das war falsch. Ja, wieder nicht geschafft. Das ist cool, dass du halt dann die gleiche Melodie hast wie bei OMSI. Ja, das sind so diese Sachen, die ich immer sehr, sehr toll finde. So, und damit sind wir denn am Ende unserer Fahrt schon wieder angekommen. Das ist also Scheidplatz. Wir haben ganze 5 Minuten Pause hier, dann geht es schon wieder zurück hier. Das ist ja Wahnsinn. Straffer Zeitplan hier in München. Ja, also das nochmal so als kleine Erinnerung, was denn hier Sache war im Tram München, dem Addon für unseren Lotus Simulator. Wie gesagt, jetzt am 13. ist wohl geplant, dass hier das große Update erscheint. Das Update von Tram München.
das Major-Update. Da werde ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten. Und sobald es, wie gesagt, da das Update da ist, werden wir uns natürlich das ganze Addon nochmal direkt anschauen. Das, wie gesagt, war jetzt nur nochmal so eine kleine Erinnerung, so wie es, wie gesagt, also heute aussah. Und wie es dann zukünftig immer besser wird und immer schöner wird. Aber immer man hier nochmal zurückblicken kann, ja, wie sah es denn eigentlich mal so vor ein paar Monaten aus? Oder vor vielleicht ein paar Jahren oder was weiß auch immer. Ja, dann kann man hier auf dieses Video gerne drauf zurückgreifen und sich das Ganze mal anschauen, wie sich denn praktisch München immer weiter aufgebaut hat, wie es immer mehr entstanden ist. Aber TeamView App, die machen hier eine absolut großartige Arbeit mit diesem Addon und ich bereue es auf keinen Fall, dass es ein Early Access vom Early Access Spiel ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sieht man dann halt auch mal schön, wie so ein Payware-Addon halt dementsprechend entsteht. Von daher finde ich das eigentlich vollkommen in Ordnung, dass man sowas dann halt macht, wenn es natürlich dann auch weiterhin geupdatet wird, wenn es weiterhin natürlich irgendwann mal fertiggestellt wird, dann kann man ja sowas sehr, sehr gerne machen. Wie gesagt, 30 Euro hat es bis dato gekostet und wie gesagt, ab dem Major-Update dann kostet es dann 35 Euro. Also solltet ihr eventuell jetzt noch das Addon nicht haben, denn solltet ihr jetzt womöglich die letzten Tage jetzt noch zuschlagen, wenn ihr das Ganze jetzt für 30 Euro haben möchtet und eventuell diesen, ich glaube, wenn sich es jetzt nicht verändert hat, diesen Vorbestellerbonus, dann solltet ihr, wie gesagt, jetzt die Tage auf jeden Fall nochmal zugreifen. Sonst ist es zu spät. Und ja, damit verabschiede ich mich, denn hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wir sehen uns dann hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht hier mit dem Lotus-Simulator. Wie gesagt, am Freitag, spätestens da gibt es die neue Lotus-Folge mit dem neuen Update. Und ja, freue mich natürlich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.